Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Poi. Ja, wir sind schon erschöpft. Ich bin hier oben schon mal hochgeklettert. Diesmal bin ich über dieses Trampolin hochgesprungen. Ja, ich bin erschöpft. Ich habe ein paar Versuche gebraucht. Sehr schön. 7 von 7 Schlüsseln. Ach du Schande. Jetzt müssen wir da hoch. Wie komme ich denn da am besten hoch? Ah, hier, dann kann ich da runter, oder? Ich weiß es nicht genau. Ach doch, da war ich doch schon. Quatsch. Natürlich. So. Ja, sehr schön. Wir haben das Medaillon ergattern können. Klasse. Cool. Auf jeden Fall. Ich guck mal eben, ob wir uns was kaufen können. Das haben wir alles schon. Wir lassen das erstmal. Genau. Was haben wir denn noch hier? Nein, 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 nein. Dann gehen wir wieder zum Magma-Gipfel. Genau, wir müssen da zum Turm. Das ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube, das war letztes Mal schon unsere Aufgabe. Aber ich habe einfach jetzt eine andere Aufgabe gemacht. Gut. Da kommen wir da hoch. Müssen wir mal schauen. Ja, das kennen wir schon. Ja, wir sind, glaube ich, ganz nett. Eigentlich. Oh, die sind so aggressiv. Hier ist ein Herz. Achso, ich bin voll. Also, mit Herzen. So. Von da aus kommen wir hin. Okay. Dann gehe ich da nochmal nach oben. Mich verwirrt das, dass die Schlüssel wieder da sind. Das ist echt ein bisschen irritierend. Aber das haben wir ja schon gemacht. Gut. Oh Gott. Dann gehen wir da hinüber. Hier hat man auch noch mal eine gute Aussicht, wo was liegt. Wir gehen einfach rüber. Ich kümmere mich jetzt um die Münzen da oben nicht. Okay. Eieieiei. Ein falscher Schritt. Und wir fallen hier runter. Oh. Klasse. Oh, es geht immer höher und höher. Wie gesagt, ein falscher Schritt und wir landen unten. Eine Schnecke? Okay, ich warte erstmal, bis die Schnecke ein bisschen weiter weg ist. Uiuiuiui. Ich lasse das jetzt erstmal. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich warte, bis sie zurückkommt, oder? Das dauert ein bisschen. Die ist nicht so schnell. Das ist eine Schnecke. Das ist Gary von SpongeBob. Oh Gott.
Okay. Da kommt noch eine Schnecke. Das sieht auch richtig cool aus mit dem Vulkan. Eieieiei. Ich fühle mich hier echt nicht sicher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich sammle das Geld jetzt nicht ein. Ich bin gerade so angespannt. Ach, sieht cool aus. Coole Landschaft auf jeden Fall. Was ist das? Das liegt ein Buch. Ja, komm her. Oh Gott, wir sind hier. Und jetzt? Und was sollen wir jetzt machen? Ich verstehe die Aufgabe gerade nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Was soll ich machen? Jetzt bin ich hier oben. Sollte ich gar nicht hier hoch? Das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Hey, ich wollte eigentlich zu diesem Buch und gucken, was das ist. Mist. Okay, welches Tor? Ah, okay. Vielleicht hätte ich die ganze Zeit da reingemusst. Ich hätte vielleicht gar nicht nach oben gemusst, aber bin eh nach oben gemusst, um das hier zu erreichen. Um das hier zu erreichen. Das stand da ja. Gut, jetzt gehen wir hier rein. Cool, wir haben eine Lampe. Und irgendwas gluckert hier. Das klingt nicht gut. Das gefällt mir nicht. Uiuiui. Es ist, war richtig cool gemacht. Vor allem, dass man jetzt hier. Oh, aufpassen. Nein, 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 nein. Einfach aufpassen. Einfach aufpassen. Nori, ganz ruhig. Bewegt sich das? Nein. Wie weit gehen die wieder rein? Die gehen ganz rein. Okay, also so wie eben. Gut. Das macht Spaß hier. Das finde ich richtig cool. Hey, was macht dieser Spinner hier? Ey! Versucht er etwa, diesen dämlichen Lavasaurus Rex herauszuhelfen? Ha! Nicht während unserer Wache. Ach du Schande. Es sind so viele. Moment. Super. Die haben wir erledigt. Juhu. Wir haben ihn wieder angezündet. Das ist sehr schön.
Hier, darf ich den Helm wieder mitnehmen? Nee, anscheinend nicht. Gut. Muss ich hier noch irgendwas machen? Doch, ich habe einen Helm auf. Oh, da darf ich nicht rein. Okay. Gut. Krieg ich einen Medaillon? Arrrr, du hast es geschafft. Du hast unsere Häuser gerettet. Nimm das hier, aber sei vorsichtig, es ist unheimlich. Oh, das finde ich gar nicht so unheimlich. Ich finde das gut. Ich finde das sehr nett. Vielen Dank. Nein, ich will springen. Ja, super. Wir haben das Medaillon bekommen. Rauch am Steinturm. Ich habe gedacht, ich muss ganz nach oben. Aber egal, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Was ist das für ein Luftschiff? Oh, und hier ist irgendwas. Jetzt will ich mal eben wieder meinen Kompass ausmachen. Ja, wollen wir mal gucken. Nee, da fehlt uns immer noch ein bisschen für. Müssen wir noch ein bisschen sammeln? Ja, das weiß ich ja. Wo hatten wir denn? Da ist ein neues Luftschiff, ne? Und los geht's. Oh nein! Ah, das zu lenken ist nicht einfach. Ich habe die falsche Taste benutzt, merke ich gerade. Ach Mann! Es ist schwer, dass ich mit der Steuerungstaste abspringen soll. Ah, Mann! Ach Mann, was ist denn das? Ich muss mit der Maus irgendwie lenken. Also, die Kamera lenken. Ach, wieso geht denn das jetzt nicht? Ich will da gerne hin. Okay. Dann muss ich nochmal anders lenken. Oh, das ist aber auch schwierig. Ich komme da nicht hin. Was ist denn das jetzt? Egal, dann fliegen wir jetzt ein bisschen hier rum. Nein, ich will hin. Ach, sieht cool aus mit dem Himmel jetzt. Das sieht echt nice gemacht aus. Oh, ich bin so schnell. Kann die nicht irgendwie abbremsen beim Fliegen? Oh, ich kann das nicht mit allen Sachen hier. Nee. Oh, ich finde das gerade richtig schwer. Wieso geht das gerade nicht so gut? Oh, sieht auch richtig cool aus mit dem Himmel jetzt. Oh. Nein, nicht da. Och, Mann. Oh, die Steuerung finde ich nicht so pralle, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Fliegen. Ah, endlich. Wer ist das? Ahoi, Junge. Ich bin kein Junge. Hat sie mich Junge genannt? An meinem Luftschiff ist eine Dichtung geplatzt und ich habe alle meine goldenen Zahnräder verloren. Bei diesem Tempo wird es eine Ewigkeit dauern, um alle Reparaturen durchzuführen. Wenn du zufällig goldene Zahnräder finden solltest, bring sie mir, ja? Dafür gebe ich dir etwas Gutes versprochen. Okay, goldene Zahnräder hatten wir bis jetzt, aber noch nicht. Gut, ich spring wieder. Tschüss. Luftschiff? Da. Oder? Wo ist unser Luftschiff? Natürlich da. Dann fliegen wir da mal wieder hin. Ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan.
Du willst mich jetzt verarschen. Oh Mann, die fliegt anscheinend gerne. Ich will da rauf. Oh, Hilfe. Ja, du hast deinen Spaß. Und ich will einfach nur rauf. Oh, Mann. Komm, ich will da rauf. Ist ja auch hier rumzufliegen. Da. Da will ich hin. Hä? Wieso ging das nicht? So. Und ich würde sagen, obwohl... Naja, wir können auch mal eben... Na, rüberschauen können wir, glaube ich, gar nicht. So, hier können wir dann nur wechseln. Sagt er uns eigentlich was? Hey, dieses Luftschiff ist prima. Ich wollte schon immer mal Teil einer Crew sein. Wie auch immer, ich habe auf meinen Reisen eine Menge Tipps und Tricks gelernt. Wusstest du zum Beispiel, dass du mit dem richtigen Timing einen weiten Rollsprung machen kannst? Oh, und noch etwas. Ich habe interessante glänzende Objekte gefunden, als ich auf Forschungsreise war. Wenn du meine besten Rekorde schlagen kannst, überlasse ich dir vielleicht ein paar davon. Aufgabe, springe 5000 Mal, gehe 10.000 Schritte, sammle 2000 Münzen, rolle 500 Mal, besiege 250 Feinde, finde 30 Orte, sammle 20 Fossilien, mache 15 Fotos. Wir müssen im nächsten Part mal Fotos machen, ganz wichtig. Schalte 10 Herausforderungslevel frei. Ah ja, das können wir auch noch machen, genau. Kaufe 5 Gegenstände, ja, das haben wir ja auch bald durch. Ja, super. Das machen wir jetzt mal eben, warte mal eben. Dann holen wir uns jetzt einmal das Teleskop. Okay. So. Jetzt haben wir ein Teleskop. Theoretisch. Ja, ich habe den schon benutzt. Da kaufe 5 Gegenstände. Das haben wir schon mal. Ja. Hey, du hast eines meiner Ereignisse geschlagen. Nun, ich denke, du kannst das hier haben. Ja, cool. Also, wir kriegen immer mehr Medaillons. Mann, ich will doch nicht. Ja, will ich doch auch. Eigentlich wollte ich auch springen und nicht mit dir reden. Ja, sehr schön. Da haben wir noch einen Medaillon erhalten. Ja. Genau. Und ich würde sagen, dass wir jetzt hiermit den Part beenden. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin gespannt, was uns noch beim Magna-Gipfel erwartet alles. Worauf wir noch alles treffen werden. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, deine InoRealP.